ist Verbundenheit. Selbst in fernen München ist der erfolgreichste Judoka des TSV Kronshagen von 1924 e.V. seinen Vereinsfarben treu geblieben. Dominik Ressel, Grand Slam-Gewinner 2019 und deutscher Serienmeister in der Gewichtsklasse bis 81 Kilo, lebt und trainiert seit 2012 zwar in der bayerischen Landeshauptstadt, vertritt bei Wettkämpfen aber weiterhin seinen Stammverein aus der Kieler Nachbarschaft. Ein Grund für so viel Treue ist sein ehemaliger Trainer Issa Zareut, der Ressel bei seinem jüngsten Meistertitel auch vor Ort unterstützte. Zareut ist es außerdem zu verdanken, dass sich letztes Jahr 22 Kinder und Jugendliche dem TSV anschlossen. Die Abteilung hat sich mehrere Jahre in Folge beworben. Jetzt erhält sie das grüne Band für vorbildliche Talentförderung. 2018 waren von den 125 Mitgliedern der Abteilung 87 im Nachwuchsalter. Die Trainingshalle am Eichkoppelweg steht ihnen dann 5 Tage die Woche zur Verfügung und bietet alles, was die TSV-Talente, darunter 2018 auch 8 Landeskader, für ihr Training benötigen. Zusätzliche Einheiten finden am Olympiastützpunkt Hamburg statt. Kronshagen selbst stellt in Kooperation mit dem TSV TAR ein Frauen-Regionalliga-Team. TSV Judica unterstützen Migranten und sozial schwächere Familien, fördern Menschen mit Handicap. Johannes Hove, der sich 2016 Silber bei den Special Olympics sicherte. Ich bitte für das nächste auch gleich weiter zu applaudieren, denn dann ging es sofort weiter. Er hat 2018 Gold und Bronze nachgeliefert. Ressel inspirieren natürlich die Nachwuchshoffnung. Die meisten von ihnen werden später einmal ungeachtet von Werdegang und Vereinszugehörigkeit an die Heimatverbundenheit solcher Vorbilder denken. Auch das ist ein wertvoller Erfolg des Vereins. Herzlichen Glückwunsch. Und